Wollen wir das Abenteuer beginnen? Ja, wir wollen es. Das Abenteuer beginnen. So, und hinab geht es in den Untergrund. In die dunklen Gossen von Toad City. Und es geht weiter mit dem Auflesen. Übrigens, ich nehme diesen Part kurz nach dem ersten Part auf, ja? Also, ich bin immer noch ein bisschen... Also, ich habe mich noch nicht von der ganzen Leserei erholt, ja? Also, Sprachfehler beim Lesen sind eingeplant. Bevor das Abenteuer beginnt, müssen wir ein paar Fragen zu den Einstellungen klären. Ach ja, das gibt's ja auch noch. Mann, wie viele Spieler sollen am Spiel teilnehmen? Ah ja, okay, einer. Ein Spieler, drei Computer. Ja, okay. Nee, halt, Moment mal. Ach, verdammt. Okay, es gibt keinen Zurück. Okay, wir müssen jetzt auswählen. Wer wollen wir sein? Ich nehme mal ganz klassisch Mario einfach für die erste Runde. Ja. Und ich mache jetzt hier einfach Reihenfolge, so. So kann's gehen. Ich würde sagen, ich mach die alle auf normal. Das könnte gut ausgehen. Okay, wählt als nächstes das gewünschte Minispielbrett aus. Wir nehmen natürlich das allererste und das heißt ein Minispielbrett. Ich weiß, DKs Dschungelabenteuer lüftet das Geheimnis der mysteriösen Ruinen. Schwierigkeitsgrad 1. Ja. Sind die Einstellungen richtig? Ja. Let's get ready to rumble! Wie viele Runden sollen gespielt werden? Ach so, ist noch nicht fertig. Ich würde sagen, wir machen ganz klassisch 2 Runden. Kommen wir zu der letzten Frage. Ist die Auswahl so richtig? Ja, nein, zurück. Ja, nein, vielleicht hätte ein kommen müssen. Mann, ihr macht das nicht richtig. Ja. Ihr merkt schon, ich bin gut drauf. Warum? Ich weiß es nicht. Es ist einfach so. Jungle Adventure. Ja, Indiana Jones. Style. Oh, an diesen... Es ist so geil, nach so langer Zeit mal wieder so ein Schmuckstück spielen zu können. Natürlich, da... eigentlich ist es ja für Mario Party-Verhältnisse nicht viel, was da ist. Aber es war nun mal das erste Spiel aus dieser Reihe. Ja. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Cooper und werde euch herumführen. Ah ja, also rechts, also auf der rechten seht ihr einen Penner in der Gosse. In der Gosse. Links seht ihr einen Reichen, der den Penner auslacht. Ja, und so weiter. Na gut. Hier im Dschungel steht eine mysteriöse Ruine. Eine Legende erzählt, dass darin ein großer Schatz versteckt sei. Wenn ihr den Schatz sucht, werdet ihr ihn sicher finden. Ja, noch alte Rechtschreibung. Bei das zum Beispiel, wo eigentlich Doppel-S stehen müsste, steht noch Asset. Seltsam. Was wollen die uns mit dieser Botschaft sagen? Vielleicht, dass das Spiel von 1998 ist? Wer weiß. Da gab es sogar noch die D-Mark. Genau, D-Mark. Huhu. Aber Vorsicht, hier sind viele Fallen versteckt. Betrete auf keinen Fall Fragezeichenfelder, da ihr auf ihnen nicht sicher seid. Okay, merken, eingespeichert. Okay, ich denke mal, es scheint zu funktionieren denn. Also dann, lasst uns die Startreihenfolge bestimmen. Ja, Reihenfolge, alles zufällig. Stoppt. Und 4, ja, wir sind Vorletzter, geil. Die Reihenfolge steht fest. Erster ist Luigi. Was wir nicht sind. Zweiter ist Peach, was wir auch nicht sind. Dritter ist Mario. Das sind wir. Yeah. Vierter ist Yoshi. Gut. Das ist die Startreihenfolge. Ich habe noch ein Geschenk für euch. Jeder erhält 10 Münzen von mir. Juhu. Auf die Plätze. Fertig. Sucht nach den Sternen. Los, let's get ready to rumble. Naja. Lasst mich euch zeigen, wo der erste Stern zu finden ist. Ah, Bowser, wie geht's? Toadie, was machst du denn da? Dies ist das Sternfeld. Ihr erhaltet den Stern, wenn ihr mir 20 Münzen gebt. Okay. Ich denke mal, genug der warmen Worte. Er geht natürlich richtig ran, ne, und so. Richtig gut. Oh mein Gott. Er
zahlt tatsächlich nur, um da durchzudürfen. Was will ich niemals tun? Ist das überhaupt sinnvoll? Nö. Irgendwie gar nicht, aber okay. Naja, gut. Es wäre sinnvoll, wenn da ein Stern wäre, aber auch nur, wenn über 20 Münzen hätte. So. Ah, jetzt muss man da lang. Oh, jetzt zahlst du da ein. Das ist gut, denn ich wollte da sowieso lang gehen. Warum? Ich weiß es nicht. Ich finde es einfach so besser. Ja. Yeah. Und, eine kleine... Etwas, was ich euch noch erzählen muss. Ich spiele das Spiel hier mit Tastatur. Ich könnte es mit Gamepad spielen. Aber, weiß nicht, irgendwie will der Emulator den Controller nicht annehmen. Warum? Ich weiß nicht. Irgendwie ist mein Controller intolerant. Verdammt. Wenn ich jetzt nach links gehen, müssen mir drei Felder abgezogen werden, da ich auf das rote Feld kommen würde. Und würde ich geradeaus gehen, dann müsste ich ja 10 Münzen haben. Okay. Es steht fest, ich gehe hier lang. Nein. Warum? Warum? Ich bin letzt. Ne, ich bin zweit. Ach so, ja, stimmt, die haben ja alle gezahlt. Boah. Ja, schieß. Telefon! So. Es geht weiter. Ja, nach meinem kleinen Gespräch. Chaos Bowling. Kirmes Cup. Nein. Ach, meines Erachtens war es schlimm. Und ich wette, es wird schlimm. Es wird schlimm. Es wird schlimm. Es wird schlimm. Es ist schlimm. Ich bin natürlich dran. Du steuerst den Kran. Drücke wiederholt A, um einen Preis zu gewinnen. Oh ja, drücken. Okay, kann man nochmal weiterschalten? Achso, Moment mal. Hier, ne? Nein, dann war's hier. Ha, okay. Ja, ich muss hier erstmal wieder reinfinden. Mario, bewegen. Kran herablassen, wiederholt greifen. Okay. Luigi, Peach, Yoshi. Okay, Advice. Wenn du jemanden greifst, erhältst du ein Drittel der angezeigten Münzen. Okay. Ich würde sagen, wir machen das einfach. Und wieder, jetzt kommt Button Smashing vom Feinsten. Ja, ich bereite mich schon mal vor. Und dann glückliche Wolken. Sie freuen sich, so sehen zu dürfen. Achso, nee, halt, wir müssen uns ja noch weh. Verdammt! Okay, ich hätte mich halt noch bewegen müssen. Schade, ich habe mich jetzt darauf eingestellt, einfach nur. Ja, komm. Keiner hat was bekommen. Okay, wir haben nie ein Minispiel gespielt. Achso, wir müssen ja noch drücken hier. Das ist ja noch total unkomfortabel, also. Ja. Ey, wo bin ich? Bin ich da nicht lang gelaufen? Egal. Nein, er darf nicht mir Münzen stehen, er muss... Ja, Yoshi, klaue Yoshi Münzen. Okay, bis gleich. Ja, klaue Münzen. Ja, macht euch zu Feinden. Dann bin ich aus dem Spiel. Hm. Okay. Ein paar harter Mann. Ja, ja. Mein Gott, 20 Münzen. Okay, er darf jetzt die Runde nicht gewinnen, bis mir die Spielwart kommt, denn... Weil sonst haben wir Arschkarte, weil er dann den Stern bekommt. Und, so. Und ja. Ich muss jetzt ein bisschen rennen. Und ja, es geht immer weiter. Ja, sowas passiert, wenn auf die Fragezeichenfelder kommt. Sehr toll, finde ich das. Wirklich. Ohne Witz. Und wir sind dran. Ne? Wir können. Also erstmal gucken. Wir können Karten nehmen. Nehmen wir uns mal die Karte. Okay, hier sind wir. Da ist Yoshi. Uff. Da ist der Führer, da ist Peach, da ist eine Brücke, da ist Boom, Bowser, Toad. Oh, zweimal Boom gibt's? Okay, nicht schlecht. So, und Karte gibt's mit R. Was war nochmal R? Ach, leck mich. Okay, nochmal drücken, 4. Eine Stimme hinter dieser Tür sagt, alle, die weniger 20 Münzen haben, dürfen hier nicht durch. Oh, nein! Nichts passiert. Achso, ist das zufällig? Finde ich geil. Muss ich mal so sagen. Ja? Und da rechts steht Start. Du hast weniger als 10 Münzen. Vor 2500 Jahren haben Außerirdische, die sogenannten Götter, Start in die Steinwand gemeißelt. Es sollte eine Botschaft sein. Doch niemand wusste, was es heißen würde. Kippelige Rahmen. Oh, das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, wenn ich mich recht entsinne. Ja.
Also gut, kippe den Rahmen, damit der Panzer über die Felder geleitet. Geleitet. Und das Bild freilegt. Ja, irgendwie ist die Schrift hier ein bisschen seltsam. Vor allem was das F angeht, finde ich. Das kleine F sieht aus wie ein T. Freilegt. Ja, das klingt doch viel logischer als freilegt. Ah, decke das ganze Bild auf. Bewegen. Springen. Ach so. Rein theoretisch hätte ich... Moment mal. Das stelle ich jetzt mal rasch ein. Controller Plugin. Ja, weiß jetzt nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Ist mir aber auch schon eigentlich scheißegal. Ja. So. Analogstick. Machen wir es mal hier. Geht nicht. Geil. Okay, gut, das mache ich dann irgendwann andermal. Na egal. Dann machen wir es halt so. Weiter. Also bewegen und springen. Gut. Je näher du dem Rand des Rahmens kommst, desto größer wird sein Neigungswinkel. Okay. Kippe den Rahmen, damit der Panzer über die Felder gleitet und das Bild freilegt. Deck das Ganze. Achso, das hat mich schon gelegt. Okay. Okay, so. Machen wir es mal so. Lauf! Lauf, Mario! Ja, so. So macht ein wahrer Mario das. Nein, los. Peach wird gewinnen. Das darf sie nicht. Finish. Nein. Wer hat jetzt gewonnen? Peach. Nein. Na egal. Es kommen noch die Spiele, wo ich gewinnen werde. Okay, es sieht zwar schlecht für mich aus, aber ich kann noch gewinnen. Alles ist möglich. Vor allem bei eBay. Na egal. Und er hat wenigstens nicht gewonnen. Das ist sehr toll, aber... naja, noch hat keiner so wirklich die Chance zu gewinnen. Wollte er das Verheerende tun? Nein, er tut es nicht. Hm. Okay. Ah, okay, so ist es gemeint. Ich dachte, er hätte so ein extra Feld, wo man genau raufkommen muss, damit man die 10 Münzen bekommen kann, aber... Gut, jetzt ist es so. Und, ja, wir starten einfach mal los. Wir legen einfach mal los. Okay, uns kann eigentlich nichts mehr Schlimmeres passieren. Dies ist das Bowser-Feld. Wir haben hier viele lustige Spiele. Wähle dein Schicksal mit dem Roulette. Oh, russisch Roulette soll toll sein, habe ich gehört. Bowser's Event. Okay. Stopp mal. Bowser's große Chance. Ach du Schande, was heißt das denn jetzt? Huch, nein! Okay, es geht los. Nein, ich habe jetzt nicht verstanden, was wir machen müssen. Ach so, wir kommen zum großen Glücksspiel. Das Schicksal möge dir wohlgesonnen sein. Ich habe eine Walze für dich angehalten. Deine Chancen sind verdoppelt. Nun gut, mach weiter. Okay. Ja, Peach. Ah, 30 Münzen. I'm so good. Was? Du hast nicht genug Münzen? Okay, ich kann es ja nicht rollen. Gerade nicht. Ja, Kehle ist zu trocken. Dann muss ich nehmen, was du hast. Dein Glück. Mann, das ist irgendwie erotisch werden oder was. Wir sehen uns wieder. Ich werde auf dich warten. Okay, juhu, ich bin Dritter. Wie toll. Es ist ein Segen. Ja, Segen. 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 Essen. Pum. Schnissen. Cool. Okay, 2 gegen 2. Resinenwahnsinn. Oh, ich glaube, das war Button Smashing. Da bin ich wenigstens gut. Meine Tastatur das überlebt, bestimmt. Also wir müssen hier die ganze Zeit so... Ja, okay, ich glaube, mir war es gar nicht gewesen. Also, fahrt in zwei Teams ein Rennen mit den... Draisinen. Je öfter ihr A drückt, desto schneller werdet ihr.
In die Kurven legen, Spanien bremsen. Ach, wer braucht denn schon Bremsen? Meine Güte. Wenn du den Joystick nach links oder rechts gegen die Neigung bewegst, durchfährst du Kurven ohne Geschwindigkeitsverlust. Okay. Na gut, starten wir es einfach mal. Ready? Go! Go! Oh, man kann runterfallen. Geil! Das wusste ich gar nicht. Ihr merkt schon, ich habe das lange nicht mehr gespielt. Ich bin so schlecht. Das finde ich super gut. Ein toller Start ins neue Projekt. Ja. Wunderbar. Vor allem die Bremslichter. Sie leuchten so schön in der Dunkelheit. Da unten ist Lava. Da oben sind Stalagmiten. Und da ist das Ziel. Okay, ich glaube, ja, das war schon so eine Art Foto-Finish, würde ich mal sagen. So knapp war das schon. Was? Wurde mir... Warum zur Hölle wurde mir Geld abgezogen? Bloß weil ich verloren habe. Okay. Ja. Ja, 3 Münzen. Peach. Nein, sie will mit Bump wandeln. Oder Tom Fast, genau. Tom. Nein! Mit der dunklen Seite der Macht. Das darf nicht sein. Ich verabschiede mich von diesem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich glaube, der ist ziemlich lang geworden. Egal. Bis zum nächsten Mal und ciao.